wieder. Peace out, number one. Ich begrüße jeden Einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. Zurück zu Minecraft. Auf der PlayStation 4 geht es heute weiter mit einem Glitch namens X-Ray Glitch. X-Ray Glitch bezeichnet man als Röntgenblick, übersetzt auf Deutsch, einen Röntgenblick einzusetzen in Minecraft. Und es ist einfach mal hilfreich, weil wir stehen jetzt hier oben und erkennen ja gar nichts, was unten ist. Es ist ganz locker und kurios, dies einzusetzen. Deswegen überlegen wir uns hier einfach mal mit zwei Items von zwei zu haben. Das heißt, zwei haftende Kolben, zwei Glowstone, einen Hebel und einen Redstone. Mehr benötigen wir nicht. Ich habe vor einer Woche mal das Video hochgeladen. Natürlich kann man diesen auch wiederum, ja, jetzt nicht vergessen, den auch natürlich noch benutzen. Er geht ja bis heute noch. Ja, auch bis nächste Woche noch und ein bisschen länger, bis es vielleicht mal irgendwann mal von Microsoft gepatcht wird. Aber jetzt gibt es eine viel einfache Variante und das heißt, wir brauchen nur 2211. Ja, wie ihr schon gesehen habt. Aber jetzt fangen wir einfach mal an, bevor wir hier irgendwie Wurzeln schlagen. Das wollen wir ja nicht, deswegen gehen wir jetzt hier hin und schlagen erstmal hier den ersten Block weg. Den zweiten darunter auch. Daneben auch 2-2 und nochmal, das heißt 3-2er. Okay, jetzt machen wir schon mal hier einen weg und hier einen weg. Das heißt, es sieht ungefähr so aus. Jetzt gleich setze ich hier auf der rechten Seite die haftenden Kolben hin und hier der Hebel und hier der Redstone hin. Aufgepasst, wir heben jetzt erstmal die Erde zusammen auf. Okay, die Erde ist weg, perfekt. Natürlich müsst ihr dies nicht mit 2-2 machen. Ihr könnt das halt, wenn ihr das nicht habt, so viel im Inventar. Das heißt, ein Gegenstand zu benutzen reicht völlig aus für diesen X-Ray Glitch. Also einen haftenden Kolben und ein Glowstone. In diesem Fall zeige ich euch erstmal den einen. Das heißt, wir setzen zuallererst den haftenden Kolben zuerst dahin. Jetzt tun wir den Glowstone dahin. Und jetzt müssen wir irgendwie ja den haftenden Kolben, ne, anmachen bzw. bewegen zu können. Das heißt, wir setzen hier einen Redstone hin und hier einen Hebel. Das ist sehr cool, weil man halt hier jetzt drücken kann. Und wenn man jetzt sich umdreht, dann sieht man halt alles, was unten ist. Zum Beispiel Lava, zum Beispiel Wasser, versteckte Höhlen, versteckte Kisten. Wie zum Beispiel dort da hinten, das ist sehr interessant. Was ist denn das? Sehr interessant. Da hinten zum Beispiel eine riesengroße Höhle. Ich erkläre das mal so, dass ihr das versteht, was ich meine. Und da hinten sieht es aus wie so eine Mine. Man ist aber nicht zu 100% sicher. Das heißt, man müsste näher hingehen und das Gleiche nochmal machen. Aber jetzt passt auf. Man kann jetzt nur so gucken. Aber jetzt machen wir das so, dass wir 2-2 nehmen. Weil ich finde das sinnvoller, wenn man 2-2 benutzt, statt nur einen. Deswegen, wir gehen jetzt hier raus. Blub, kommen nicht mehr rein. Drücken auf den Hebel wieder zurück. Und natürlich, wenn ihr wollt, drückt ihr wieder. Und das kann man halt so in eurer City aufbauen und dann kann man das halt einfach so stehen lassen. Einfach nur nice. Man kann das immer wieder verwenden und da geht noch immer irgendwas kaputt. So, jetzt bauen wir einen tiefer hier, weil wir wollen ja mehr sehen als nur mit einem haftenden Kolben und einem Glowstone. Setzen hier wieder einen hin und tun natürlich hier erstmal wieder Erde hin, dass wir auf der gleichen Höhe wieder wie eben stehen. Jetzt drücken wir auf den Hebel und sehen, oha, wir können jetzt auf einmal nach unten gucken. Auch sehr interessant, aufgepasst, da unten ist ein Creeper. Natürlich könnt ihr auch hier, jetzt theoretisch hier das auch machen, dass wir hier das zumachen. Dann kann man halt auch in dieser Perspektive noch hinschauen. Also man kann halt sehr, sehr viel erkennen und sehen. Natürlich, wenn ihr tiefer seid, könnt ihr auch noch oben hinschauen. Probiert es einfach mal selber aus. Und hier raus ist es auch nicht schwer zu kommen. Man drückt wieder auf den Hebel, man geht rein, drückt auf den Hebel. Und es ist viel einfacher, wie ich den mal gezeigt habe, auf jeden Fall diesen hier nachmachen. Auf jeden Fall eure Meinung dazu schreiben. Dann bin ich jetzt erstmal raus mit dem kleinen, süßen Minecraft-Tutorial. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das gefallen. Wenn es der Fall ist, ihr wisst Bescheid. Ich bin jetzt erstmal raus. Euer auch Number One Dollar. Bis dahin und tschüss.